habe damals gesagt, ihr habt mich gefragt, die Krise und so. Ich habe immer gesagt, dass ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft, dass wir ihre Qualität haben, müssen wir uns nur finden. Und ich glaube, jetzt haben wir gemacht, haben wir sehr gute zwei Spiele auswärts gemacht, zwei Siege und jetzt zu Hause, das war sehr wichtig. Haben wir nicht so gut gespielt wie davor, aber das Wichtige war, das haben wir gewonnen am Ende. Ja, ich glaube, es passiert oft in der Bundesliga, gibt es Vereine oder Mannschaften, die haben einen Teil des Jahres ein bisschen Probleme und dann gehen nach unten, dann gehen wieder nach oben. Das Wichtige ist, dass wir auf Werder gucken und glaube, wir sind in einem guten Moment und wir müssen das nutzen, weil die Phasen sind, die variieren oft. Und wenn man in einer guten Phase ist, das muss man nutzen. Hat mir sehr gut getan, das Spiel. Und ich hoffe, es kann noch so weiter so die Mannschaft helfen. Ich bin noch nicht 100% natürlich, aber ich versuche das in diesen Rahmen zu kommen und ja, ich arbeite jeden Tag. Boah, das freue ich mich auch, jeden Tag. hoffentlich weil ich hatte die Möglichkeit am Samstag das zu machen. Leider, es war vorbei, muss ich noch weiter arbeiten. Ja, natürlich, ich versuche immer beim jedes Training Tor zu machen und beim jedem Spiel dann versuche ich auch, aber manchmal klappt das nicht. Das muss man einfach weiterarbeiten und weiter konzentriert, weil für eine Stürmer ist wichtig, Tore zu machen. Natürlich, das gibt Selbstvertrauen. Ja, du hast es gerade gesagt, wenn die Sache nicht läuft, kommen so Sachen. Ja. Aber wenn die alles läuft, sagst du, oh, der kann noch bis 45 spielen und so, ist kein Problem. Das ist ganz normal. Weißt natürlich, du, wäre wichtig, wenn ich spielen kann. Ja, das ist für mich natürlich wichtig und macht mich Freude. Natürlich auf der Bank zu sitzen mit 39, das wäre nicht so schön.